Metal-Leute, Serplin hier. Heute geht es um ein Thema, was mich ziemlich hart abfuckt, und das wären Fernsehsender auf YouTube. Und zwar einfach diese ganze Hilf mir, Berlin Tag und Nacht und so ein Scheiß. Diese Kacke, die mir, zumindest mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, auf jeden Fall, mir wird so ein Scheiß durchgehend in die Trends, genau, in die Trends, in die Empfehlungen geschissen, weil es dann auch in den Trends ist. Wo ich mir denke, könnt ihr nicht einfach. Also, könnt ihr nicht irgendwie so ein extra Tab haben? Es gibt ja auch Gaming-Trends und sowas. Könnte man nicht einfach sowas machen für Fernsehen? Dass da irgendwie so Late Night Berlin, RTL-Shows und so ein Kack, dass das da landet und so, dass halt wieder mehr kleinere YouTuber einen Push dadurch erreichen können, dass sie halt mal in den Trends landen. So. Es wäre einfach tausendmal besser, so, wenn man dann halt. Wenn man einmal so als kleiner YouTuber so einen Push erlebt, dann hat man halt auch einfach, man hat so gute Chancen, dass man irgendwie davon dann leben kann. Was ich so super unschön finde, dass dann diese Plätze oder diese Chancen einfach so stark sinken, weil diese Plätze von Fernsehsendern eingenommen werden und man so quasi weniger Chancen hat, mit so einem großen Boom zu haben. Na, versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ich finde, es ist eine relativ verzwickte Situation für YouTube, weil die Trends haben halt kaum noch Original Content. Sie bestehen eigentlich nur noch aus Fußball, Rap und Fernsehen, so. Und man könnte nicht irgendwie einfach, naja, so auf normaler Basis noch irgendwie einen Trend, also eine Art Tab, der das halt anzeigt, weil wäre eine einfache Lösung. Naja, ich habe nicht wirklich was zu sagen noch. Ich finde es einfach scheiße. Das ist halt so an sich, dass eigentlich YouTube nicht mal in die YouTube-Trends repräsentiert wird. Aber, ne? Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich. Entbimmelt die Glocke und verpisst euch von den Rasenmähern, Hurensöhne. Ja.